zusammen. Heute möchte ich mit euch eine Einheit Faszien pur machen. Das heißt, wir werden uns in alle Richtungen bewegen und unsere Faszien in Bewegung bringen und damit hoffentlich auch beweglicher machen. Wir starten erstmal im hüftgelenksschmalen Stand, Parallelstand, und du legst deine Hände mal auf deine Rippenbögen und bewegst dich einfach mal den Rücken so durch. Wie eine Schlange bewegen oder wie eine Katze, nimm dein Becken mit deiner Hüfte, deine Hüftknochen, den Rücken nach allen Richtungen tief zur Seite und spür einfach mal hier hinein, wann sich auch dein Brustkorb so ein Stück zusammenzieht und wie sich das anfühlt, wenn sich die Rippenbögen wieder auseinander bewegen. Und wie gesagt, auch die Ellbogen mal mitnehmen. Und dann kommst du langsam wieder nach oben, wenn du dich so richtig durchbewegt hast, zum Stand. Dann die Arme parallel einfach mal hängen lassen und du fängst an mit dem Becken eine liegende Acht zu zeichnen. Das ist nicht ganz so einfach. Komm erstmal in die Bewegung hinein. Jawohl, dazu musst du das Becken richtig schön vor, zurück und auch zur Seite bewegen. Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen vorbewegt. Das geht jetzt hoffentlich schon fast wie geschmiert. Und dann noch einmal in diese Richtung und dann machst du einen kurzen Stopp und wechselst mal die Richtung. Andersherum die liegende Acht. Bauchnabel schon mal leicht nach innen ziehen. Die Beine bewegen sich auch so ein bisschen mit. Und die letzten beiden noch. Vielleicht spürst du auch, wie das im unteren Rücken dann ankommt. Und dann bleibst du hier in der Mitte und schaust noch einmal ganz kurz vor und zurück mit dem Becken. Vor und zurück. Ganz locker noch zweimal. Ein letztes Mal, dann findest du eine neutrale Position, sodass dein Becken gut aufgerichtet und gut aufgestellt ist. Deine rechte Hand geht an den linken Rippenbogen oder an die linken Rippenbögen, es sind ja mehrere. Und der andere Arm, den holst du von hinten nach vorne und machst so einen Bogen und machst dich mal ganz rund. Als würdest du dich über einen Petsieball legen und dann gehst du wieder zurück. Und während du zurückgehst, schiebst du deine Handfläche mal nach oben und nach hinten und wieder nach vorne und wieder zurück. Du kannst ruhig ein bisschen dynamischer werden, schau auf der Hand nach. Und jetzt kannst du einmal mehr ein bisschen zu der einen Seite gehen und ein bisschen mehr zu der anderen Seite und wieder zur Mitte, immer im Wechsel. Ja, richtig schön rund werden und auch hier mal reinspüren mit den Händen. Wie bewegen sich meine Rippenbögen? Ein letztes Mal nach vorne und zurück und dann wechselst du direkt die Seite, die Hände wieder, die Handstücke auf die Rippenbögen und erstmal nach vorne rund werden. Und dann wieder mit der Handfläche richtig schön aufdehnen, aufdrehen und dann wieder etwas dynamischer werden. Denk dran, dass du immer so den Handballen von dir wegschiebst und auch hier jetzt in diese verschiedenen Dehnrichtungen reingehst. Atmen, einatmen, um aufdrehen, ausatmen, dann tief gehen, jawohl. Und noch einmal nach außen hier, dann kommst du noch einmal nach vorne. Und lösen. Kreis mal kurz mit den Schultern durch. So, jetzt kommen wir zu der Übung Teetasse. Kennst du vielleicht schon? Wir hatten sie, glaube ich, auch schon mal in der Nackenmobilisation. Dazu nimmst du jetzt einfach mal deine rechte Hand nach außen. Ich sehe gerade, ich habe einen grünen Strich vom Stift. Okay, nicht viel. Stell dir vor, du hast hier eine Teetasse auf deiner Hand, richte dich ganz gerade aus. Und dann drehst du jetzt mit dieser Hand die Teetasse, wie so eine Servierbewegung, nach oben über den Kopf, das heißt, du musst wieder ein bisschen rund werden, dann kommst du langsam wieder zurück und bringst deine Teetasse nach außen. Versuch möglichst wenig zu verschütten. Und wieder eindrehen, versuche weit über den Kopf zu gehen und wieder zurück. Noch zweimal. Andere Hand, anderen Arm kannst du locker hängen lassen, nochmal hoch und wieder zurück. Ein letztes Mal zu dieser Seite. Spür wieder in den Körper hinein, wie sich das anfühlt. Okay, Teetasse noch gefüllt. Perfekt. Andere Seite. Okay, Schulter bleibt tief natürlich. Auch hier wieder. Dieses Eindrehen mit der Teetasse. Versuch über den Kopf zu gehen und wieder zurück. Und immer wieder Brustbein anheben. Und ausatmen. Und wieder ein. Und noch zweimal. Ausatmen. Und wieder ein. Und aus. Und, was verschüttet? Nein, wunderbar. Nochmal die Schultern gegeneinander kreisen. Okay. Du nimmst deine Arme in eine gute Position. Und jetzt kreuzt du mal
mit deinem linken Bein hinter dem rechten. Bleibst wieder aufrecht stehen, Bauchnabel nach innen ziehen, die Schultern bleiben wieder tief, Brustbein wieder angehoben. Alles wie immer. Wenn dir das zu wackelig ist, dann kannst du gerne die Füße ein bisschen weiter öffnen, ist auch okay, oder sie weiter versetzen auf der Matte. Wie du magst. Okay, es geht los. Du drehst einfach mal beim Ausatmen einmal nach rechts und einmal nach links. Jetzt spür mal in den Körper hinein, das Becken bleibt ganz fest, wie sich das anfühlt, je nachdem zu welcher Seite du drehst. So, hier ist es ein bisschen sperriger, in Anführungszeichen, als zur anderen Seite. Das ist ganz klar, weil dein Beckenknochen so ein Stückchen nach hinten eigentlich drehen möchte, das lässt du aber nicht zu. So, und jetzt gehst du nochmal zu dieser anderen, sperrigeren Seite und fängst an zu federn. Das ist wie so ein Wringen, Auswringen eines Handtuchs. So fühlt sich ungefähr jetzt vielleicht ein unterer Rücken an. Atme weiter. Federn. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Ups. Und lösen. Genau. Erst nochmal die Füße, die Beine ein bisschen auslockern. Dann kommen wir zur anderen Seite. Nochmal. Schultern tief nehmen. Einatmen, immer beim Ausatmen zur Seite drehen. Und auch hier wieder hineinspüren, wie die Unterschiede sind. Und dann wirst du merken, dass es jetzt auf dieser Seite ein bisschen sperriger sich anfühlt. Auch noch einmal den Wechsel. Bauchnabel noch eingezogen halten und bleibst auf dieser Seite und fängst auch hier an zu federn. Der Hüftknochen geht immer so ein bisschen nach vorne dagegen, um dieses Ausfringen, dieses Handtuchs nochmal zu betonen. Und stell dir das vor, dass dein Rücken ein Handtuch ist und du bringst es aus. Noch vier, noch drei, noch zwei und lösen. Okay, machen die Beine locker, Schultern auslockern. So, jetzt machen wir Folgendes. Du nimmst deine Arme zur Seite nochmal mit den Handflächen nach oben, stehst hüftgelenksschmal wieder da. Du drehst ein und öffnest. Immer wechseln. Eindrehen, rund werden, öffnen. Eindrehen, öffnen. Atme aus und ein. So, jetzt nehmen wir eine Kleinigkeit wieder zu. Das heißt, du drehst ein und öffnest. Kommst zurück. Du drehst ein und öffnest und kommst zurück. Halt, die Hand bleibt hier. Eindrehen, öffnen, halten. Eindrehen, öffnen. Und nochmal. Öffnen, halten, eindrehen, öffnen und halten. Noch einmal pro Seite. Jawohl. Einen letzten, nochmal nach rechts. Und dann bleibst du hier in dieser Schrittposition, stellst dich so ein bisschen schräg. Und dann fängst du an, das Knie nach oben zu ziehen und die Arme zur Seite. Am Knie vorbei. Möchtest du es auch hier dynamischer und rund? Ausatmen. Jawohl. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und den letzten. Und dann bleibst du gleich hier, kommst in so eine Lunge-Position. Das heißt, hier geht das Knie Richtung Boden. Wenn dir das zu anstrengend ist, kannst du gerne das Knie auch abseits den Fuß ablegen. Ansonsten bleibst du in dieser Position, dann kannst du auch besser federn, hier nach unten. Diese Hand geht wieder an die Rippenbögen. Der andere Arm geht nach oben und dann schwingst du durch. Ausatmen und ein. Geh ruhig mit hier im Knie, federn und wieder hoch. Jawohl, Gleichgewicht und wieder hoch. Und ausatmen und ein. Und noch vier, noch drei, noch zwei und letzter. Und wir drehen uns gleich zur anderen Seite und hier wieder den Kniegelenk. Ziehen und dynamisch werden. Und zack. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und den letzten. Und hier bleiben. Knie geht wieder tief. Bisschen federn erstmal. Oder das Knie wieder absetzen und hinten den Fuß ablegen, wie du magst. Und dann die Hand geht wieder an den Rippenbogen. Und der andere Arm steigt nach oben und fallen lassen. Und atmen. Oh, richtig schön locker. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und den letzten. Und wieder nach vorne.
starten ganz langsam damit. Du fängst erstmal an, die Arme von oben nach unten durchzuschwingen. Atme wieder, mach dich rund, lass dich schwer fallen. Und noch vier, noch drei, noch zwei. Ansetzen und bleibst du oben, richtest dich nochmal auf und Schultern tief. Jetzt lässt du einen Arm fallen und den anderen. Und nochmal. Rechts und links. Richtig schön durchschwingen. Rechts, links. Noch einmal pro Seite. Und dann kommt's. Und hier ist noch nicht die Schwierigkeit. Beide Arme gleichzeitig. Durchschwingen. Locker in den Knie. Durchschwingen. Noch zwei. So, jetzt im Wechsel. Rechts und links. Achtung, beide. Und nochmal. Rechts, links und nochmal. Beide. Achtung, wir steigern uns. Rechts und links. Beide. Achtung, die Arme von vorne nach hinten durchschwingen. Jawohl. Und wieder. Rechts und links. Und beide. Durchschwingen. Vorne, hinten. Super. Rechts und links. Und beide. Und durchschwingen von vorne nach hinten. Eigentlich muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr ansagen, oder? Du kannst es auch so. Und beide. Und nochmal durchschwingen. Komm, ein nochmal ohne Ansage. Schaffst du. Hat geklappt? Klar, natürlich. Okay, nochmal auslocken. Okay, eine letzte Übung jetzt noch. Du lässt nochmal die Arme nach oben aufsteigen, Schultern tief. Und wenn du jetzt zur Seite gehst mit dem Arm, gehst du mit dem Körper mit. Das heißt, du gehst in eine leichte Seite hinein. Jawohl. Das ist aber noch nicht alles. Auch hier machen wir einen Schritt zur Seite. Und durchschwingen. Und atmen wieder. Komm, die letzte Übung für diese Einheit. Faszien pur. Halte durch. Jawohl. Jawohl. Und schön durchschwingen. Noch vier, noch drei, noch zwei, den letzten. Und dann setzt du deine Hände auf die Oberschenkel und machst jetzt nur noch den Rücken rund und gerade. Und rund. Und du möchtest gerne so eine leichte Überstreckung sogar hier, dass du hier so ein kleines Hohlkreuz schiebst, wenn du möchtest, den Kopf nochmal ein bisschen in den Nacken. Und nochmal rund. Und richtig schön hoch. Aufrollen. So, letzte Schulter in den Kopf. Und jetzt hoffe ich, dass du dich geschmeidig und beweglich fühlst mit Faszien pur. Danke dir.